Hallihallo und herzlich willkommen zum neuen Freitagsvideo. Ja, wollen wir doch gleich mal loslegen. Zunächst einmal, ich heiße Sattner, bin 38 Jahre alt, lebe in Erfurt mit Mann und Kind. Und ja, ich zeige euch hier, was die Woche so passiert ist. Strick- und sogar häkeltechnisch diesmal. Und was gibt es noch zu sehen? Gibt noch ein kleines Shop-Update. Und ja, ihr seht, es ist was fertig geworden. Es sind auch ein paar neue Dinge angeschlagen. Also wollen wir doch dann gleich mal loslegen. Bevor ich es vergesse, das ist eine Dauerwerbesendung, weil ich zeige euch, nenne euch Design, zeige euch Wollen, zeige euch Nadeln und so weiter. Und das könnt ihr euch irgendwie zum Kauf verleitet fühlen. Daher Dauerwerbesendung und auch ein bisschen Eigenwerbung. Genau, aber das Shop-Update machen wir wie immer zum Schluss. Für alle, die das eben dann nicht mehr interessiert, die können dann abschalten. Ja, und was gibt es sonst noch? Ich habe noch eine kleine Anekdote. Wir haben bisschen einen kleinen DHL-Fail. Beziehungsweise mein Mann. Aber werde ich zwischendrin auch noch erzählen. Wollen wir doch erstmal loslegen mit was fertig geworden ist. Und das seht ihr hier schon. Ich hoffe, das passt jetzt mit dem Licht ein bisschen besser. Ich probiere es jetzt mal so, da ich die Jalousien auf habe. Ich finde, von hier ist schön Licht, weil wir haben ein schönes Tageslicht, aber hier ist so viel Schatten. Ich bräuchte eigentlich am besten noch eine Lampe hier, aber ja, ihr könnt mir ja gerne mal unten schreiben, was euch besser gefällt, wenn die Jalousien zu sind. Oder wenn sie so auf sind. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, ich habe halt hier so viel Schatten, aber wir gucken mal. So, ich stehe jetzt erstmal auf, dann kann ich euch mein Summer Sorbell zeigen. Das ist eine kostenpflichtige Anleitung von Wool & Pine. Und so ist meiner geworden. Ein paar Veränderungen vorgenommen. Aber ich finde alles in allem, also ich stelle mir jetzt ein bisschen auf die Zehenspitzen. Ihr seht. Ich bin ja kein Fan davon, die ewig lang zu machen, die Briefe. Also, ne? Ihr seht, das ist hier so ganz okay, finde ich. Und ich habe die Ärmel ein bisschen länger gemacht als in der Anleitung. Also das sind so quasi jetzt längere, kurze Ärmel oder kürzere Dreiviertelärmel, wie auch immer man es nennt. Aber ich wollte es nicht hier haben, also in der Beuge. Und viel länger wollte ich es ehrlich gesagt auch nicht machen. Deswegen habe ich mich für die Länge entschieden und bin eigentlich ganz zufrieden. Ich finde, das sitzt sehr gut. Ja, und das Schöne natürlich, ich komme hierher, seht ihr das? Diese tiefer gestochenen Maschen. Diese Dip Stitches, so heißen die auf Englisch. Und die sind echt wunderschön. Und was ich natürlich noch gemacht habe, die Änderung ist, eigentlich wird der ja quasi, sind hier linke Maschen komplett auf dem ganzen Körper, der wird ja quasi ab hier dann umgedreht und man strickt zwar rechte Maschen, aber es erscheinen nur linke Maschen. Allerdings hat mir die Optik nicht so gut gefallen. Natürlich kommen dann diese Dipstitches noch ein bisschen besser raus, aber ich finde auch so ist er echt schön geworden und ist trotzdem Hingucker. Einfach was jetzt so für die diese Zwischensaison und ich finde ihn wirklich wunderschön. Ich finde, er sitzt auch hier gut und hier. Und ich habe tatsächlich, das habe ich bei meinem Dark Academia auch schon gemacht, hier eine Nummer quasi kleiner gestrickt, als ich es eigentlich bräuchte laut Brustumfang. Das war mein Dark Academia, wie gesagt, schon gemacht und das hat mir sehr gut gefallen, das Ergebnis. Und hier auch sogar noch mehr, weil das ist hier ne, noch, also ihr seht das hier, das ist noch lockerer. Aber ich habe halt, bei mir ist genau das, also ihr seht, ich habe zwar viel Brust, so, aber hier dann schon nicht mehr ganz so viel. Und wenn es halt hier an der Brust, dann würde das einfach so extrem schlabbern und ich finde das. Muss nicht sein. Ich meine, ja, ich bin nicht die Schlankste, aber ich muss mich auch nicht in Säcke verhüllen. Also nochmal, ist mir auch mal bequem und mache ich. Ich habe auch solche Oberteile, die man einfach nur drüber schmeißt, aber
Ich finde tatsächlich, meistens sehe ich sogar schlanker aus, wenn ich was Engeres anhabe, als wenn ich was zu Weites anhabe. Von dem her habe ich mich hier auch getraut, die Nummer quasi enger zu stricken oder kleiner, als ich es eigentlich bräuchte. Deswegen ist hier natürlich ein bisschen spannend, aber das ist ja, es ist ja elastisches Stricken, ist ja doch recht elastisch, je nachdem, mit welcher Rolle man das macht. Natürlich. Und dadurch passt sich, finde ich, das einfach schön an und sitzt schön im Körper und ich bin mehr als zufrieden. Genau. Das Garn ist ein von mir gefärbtes. Da habe ich dieses, so ein Perlgarn, also so ein richtiges High-Twist-Garn ausprobiert. Ja, ich finde es okay, aber ich bin nicht mega begeistert, muss ich sagen, weil es ist, ja, es ist weich, aber es ist nicht mega, mega flauschig. Und ja, nochmal, es ist okay, aber es ist jetzt nicht Ding. Also deswegen denke ich, werde ich die Qualität auch nicht bei mir in den Shop aufnehmen. So, einmal einen Schluck. Und ja, wir hatten wieder eine schwierige Nacht. Ich war locker 2-3 Stunden wach. Ja. Eigentlich die meiste Zeit schläft meine Kleine gut durch, aber irgendwie manchmal. Manchmal leider nicht. Ja. Wer weiß, was da wieder los ist. Aber dann braucht man manchmal ein bisschen mehr als nur Kaffee. Also ich zumindest. Genau. Also wie gesagt, das ist der Summer Sorrel von Wool & Pine. Und den gibt es ja in ganz vielen Varianten. Also es gibt den normalen Sorrel, der ist, glaube ich, in DK-Stärke, also quasi doppelte Sockenwollstärke. Dann gibt es eben dieser Summer Sorrel, der ist für Sockenwollstärke. Ich hatte auch, meine Maschenprobe hat auch genau gepasst. Gut, der Summer Sorrel ist nur mit kurzen Ärmeln, also eigentlich wären die Ärmel sogar nur bis hier gewesen, aber wie gesagt, ich wollte sie ein bisschen länger haben. Dann ist, glaube ich, ganz neu dieser Spring Sorrel erschienen. Der hat, glaube ich, also ihr müsst da immer gucken auf die Maschenproben bei den Anleitungen, ist meine Empfehlung. Wie gesagt, den gibt es in mehreren Variationen. Oh, ich habe auch auf dem Leipziger Wollfest hatte jemand den an. Und der war so, so schön. Der war nämlich richtig abgestuft von den Farben her. Also der hatte 3 verschiedene Farben. Das sah so traumhaft schön aus. Also wirklich top. Richtig, richtig schön. Hat mir sehr gut gefallen. Da, ich glaube, sie erklärt auch sogar, wie man quasi Farben faden kann. Dann in dem Sorrel. Da muss ich tatsächlich sagen, sieht das Fade natürlich schöner aus auf der linken Seite. Weil da läuft das wirklich so mehr ineinander über. Da sieht man nicht so diese gerade Linie quasi, wenn man eine andere Farbe nimmt, sondern dann verschwimmt das wirklich mehr optisch einfach. Und da sieht es tatsächlich schöner aus mit den linken Maschen. Aber ich bin einfach kein Fan grundsätzlich von, zumindest bei mir, so, einfach von dieser Optik so per se mit nur rechten Maschen. Vielleicht werde ich es irgendwann doch nochmal machen, aber ich bin ganz happy, ich bin zufrieden, ich liebe ihn, ich freue mich. Das ist jetzt ein schönes Übergangsteil, glaube ich, und mal gucken, weil es ist jetzt 100% Merino-Wolle, inwiefern das wirklich dann sommertauglich ist, kann ich euch aber gerne mal berichten. Ja, der ist, wie gesagt, fertig. Was ging dann noch weiter? Auf Socken hatte ich irgendwie nicht so riesig Lust die Woche. Tut mir leid, ich habe Haare geschnitten und das ist immer diese eine Strähne, die mich immer ein bisschen... In 2 Wochen ist sie wieder lang genug, dass sie da hinten stehen bleibt. Aber genau, Socken, irgendwie hatte ich die Woche keine Lust auf Socken. Ich weiß auch nicht warum. Aber kommt schon wieder. Jedenfalls habe ich hier bei denen, die habe ich aber im letzten Mal schon gezeigt, die Socke mit dem V. Das ist ja quasi mein Monatsmuster für den Monat April. Von Peacock Garn. Die Socke mit dem V. Satnas Sockenkall. Ja. Und die
Ein Bündchen. So viel ging weiter, weil die habe ich euch ja letzte Woche schon gezeigt. Also wie gesagt, damit ging es dann die Woche weiter. Mehr hatte ich irgendwie keine Lust, ich weiß nicht. Ich hatte auf keine Sockenlust, ich hatte auf Colorwork keine Lust. Ich habe dafür zwei neue Dinge angeschlagen, weil, ne? Hab ja nicht genug auf den Nadeln, wer kennt's. Naja, macht nichts. Es wird alles mit der Zeit fertig. Beziehungsweise die will ich wirklich die Woche fertig kriegen, weil nächste Woche ist ja dann schon bald der 1. Mai. Ja. Und apropos, weil ja dann der 1. Mai schon ist, will ich für den Mai, habe ich mir ausgesucht, das Sockengerippe als nächstes Monatsmuster quasi. Es ist auch wieder ein kostenfreies Muster auf Ravelry. Und ich will dazu, ich habe auch schon die Wolle dazu quasi, weil Alex hat sich auf dem Leipziger Wollfest eine Wolle ausgesucht, aus der ich hier bitte Socken stricken soll. Und die ist es geworden. Ja, wunderschön, ne? Ja, und zwar ist das von der Maulwurfswolle Night on Rainbow, glaube ich. Genau. Zusammensetzung ist 80% Schuhwolle, 20% Polyamid. Hat 400 Meter auf 100 Gramm. Und ja, ist eben von der Maulwurfswolle. Und die zeigen ja quasi ihre Socken immer auf diesem Sockengerippe. Und haben mir auch erklärt, ich soll das mal damit probieren, dass es so wildert. Also will ich das mal versuchen. Mal gucken, ob mir das dann gelingt. Aber daher, genau, das Sockengerippe als Mai-Muster. Schon wieder Mai. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Genau, und da freue ich mich tatsächlich echt schon drauf. Also, ich darf die stricken. Alex hat dann schöne Socken. Ja, ich glaube, das wird wirklich schön. Und mal gucken, vielleicht kommt so mein Sockenstrickmotor wieder ein bisschen zurück. Wie gesagt, ja, ich glaube, ich war ein bisschen frustriert nachdem die Tulpensocken, also die passen mir partout nicht. Wie gesagt, ich habe ja eine Freundin, die sehr, sehr, sehr schmale Füße hat. Die muss ich die mal anprobieren lassen, vielleicht passen sie ihr und dann kriegt sie noch eine zweite Socke dazu, aber ja. Ist halt mein Freund. Ja, machen wir weiter mit einem Neuanschlag quasi. Und zwar habe ich mal wieder gehäkelt. Ich hatte irgendwie den einen Tag war ich schon feste am. Oh, ich habe vergessen, Maschmarkier reinzumachen. Schon ist es aufgegangen. Ich hatte den einen Tag irgendwie, ich weiß nicht, abends vom Fernseher. Ich habe zwar ein paar Projekte, wo ich quasi nur rechts in eine Runde stricke, aber irgendwie hatte ich keine Lust drauf gerade und habe mir gedacht, irgendwie brauche ich auch eine andere Handbewegung. Ich häkle mal wieder. Und soweit bin ich. Also bis jetzt ist es nur ein kleines Quadrat. Aber ich will ja schon seit längerem, eigentlich quasi seit Herbst, schon ein Video machen. Ich hatte ja ein Kleidchen, das hatte ich aus einem Lace-Garn gehäkelt für meine Kleine. Hatte ich ja so ein Kleidchen aus so einem Granny-Muster eben und mit Granny-Squares gemacht. Und das wollte ich immer mal abfilmen. Und mir war klar, ich muss quasi notgedrungen noch mal ein Kleid machen. Ich meine, ich kann es auch jetzt quasi so klein machen für eine Puppe. Geht auch. Allerdings muss ich sagen, meine Kleine spielt weniger mit Puppen und von dem her wird ein Kleid für sie. Sie hat schon, ich habe angefangen, da war es gerade mal so und dann meinte sie schon, machst du mir ein Kleid? Ja, mache ich. Die Mama macht ein Kleid. Was denn sonst? Also wie gesagt, meine liebt Kleider, Kleider, Kleider müssen es jetzt alles sein und von dem her, ja.
Das wird, wie gesagt, wieder so ein Granny Square Kleid. Und da werde ich ein bisschen den Prozess mit abfilmen. Und ja, als Wolle habe ich aktuell die Friends Cotton 84 von Hobby. Ich habe mir ja, ich glaube, das war auch hier zu Black Friday. War das zu Black Friday? Ich meine zu glauben. Da habe ich mir ja mehrere Sets bestellt. Ich glaube, vier oder fünf sogar in so verschiedene Regenbogenfarben, Baumwolle. Weil ich, wie gesagt, die für alle möglichen Amigurumis und sonst was nutze. Und das Kleid wird jetzt eben pastellfarben. Und zwar, das wird ja quasi so, ne, Vorderseite und Rückseite wird ja nochmal so ein Granny-Quadrat. Und dann kommt ja hier unten der Rock dran. Und wie gesagt, ich mache es so: Vorderseite ist eine Farbe, Rückseite wird eine andere Farbe. Und wie gesagt, die werden alle so. Also, ich habe jetzt die Pastellfarben ausgesucht. Das ist jetzt so rosa. Rückseite in eine andere Farbe und der Rock dann wieder in einer anderen Farbe. Also das ist jetzt aktuell der Plan dafür. Ich glaube, das kann ganz niedlich aussehen. Vor allem kann man es dann mal so tragen, je nachdem, was man eben vorne haben möchte. Ich glaube, das ist wirklich süß. Ja, und da häkle ich jetzt so ein bisschen weiter und das ist jetzt gerade so abends einfach ein paar Runden hier nochmal dran machen im Granny-Muster. Weil ich irgendwie gerade keine Lust habe, rechts in die Runde zu stricken. So. Ich zeige euch jetzt tatsächlich nochmal den nächsten Neuanschlag, damit ich dann beim Fortschritt will ich euch noch eine Kleinigkeit zeigen. So, und zwar der nächste Neuanschlag, da zeige ich euch erstmal den Bobbel. Das ist ja der, den ich in Leipzig erstanden habe. Einmal der hier. Wunderschön. So ein bisschen, ja, türkis, blau und natürlich mit Glitzer. Natürlich jetzt ein Kleid für meine kleine Maus. Was denn sonst? Wir sind aktuell im Kleiderfieber. Aber sie trägt auch nichts anderes. Also, sie will jeden Tag nur Kleider tragen. Und ja, das wird so ein bisschen jetzt eine, naja, halbe Eigenkreation. Meine Maus hat mich darauf gebracht, als ich meinen Lechfalt, zeige ich gleich, angeschlagen habe. Hatte ich irgendwie, man schlägt an, man nimmt ein paar Maschen auf und so weiter. Jedenfalls hatte ich da wie so eine Art Bogen. Und meine Kleine, oh, strickst du mir einen Regenbogen? Ich habe gesagt, nee, ich mache tatsächlich ein Oberteil für mich, aber ich habe mir gedacht, ja. Eigentlich könnte man ja auch einen Regenbogen stricken. Jetzt habe ich quasi von einer Anleitung, die das ein bisschen runder macht, also noch ein bisschen Halbkreis macht, mir quasi die Idee geklaut, wie man den Halbkreis macht. Deswegen kann ich das nicht als Anleitung rausschreiben, weil das, und zwar ist das nämlich auch von der lieben Nicolor, von der lieben Nicola Susen. Der Wiener Hopp, da habe ich quasi genommen, wie ich den Halbkreis stricke. Habe den allerdings dann mit einem I-Cord abgekettet und zwar so sieht das jetzt aus. So, ihr könnt es hier sehen. Das ist jetzt quasi der Halbkreis, also der Regenbogen. Der Regenbogen kommt dann so. Das wird quasi ein so ein Latzkleid. Kommt so, hier kommen dann noch Träger nach hinten eben. So, dann ist das wie, ne, wie bei so einer Latzhose könnt ihr euch das vorstellen. Also das wird eben ein Kleid, beziehungsweise halt dann ein Rock eher. Genau. So ist dann der Regenbogen. Und ich habe mir gedacht, das ist doch wunderschön, so als quasi Wolke. Der Bobbel. Ich finde, das passt farblich halt. Ne? Seht schon, das ist halt ganz hell und das wird dann auch immer dunkler. Und ach, das passt so als Wolke quasi optisch. Ich glaube, das wird richtig süß. Und wie gesagt, ich habe dann einfach hier Maschen aufgenommen, das zur Runde geschlossen. Und das wird jetzt quasi ein Kleid. Und ich nehme jetzt auch immer mehr zu. Meine kleine Maus möchte nämlich, also das ist ein 1000 Meter Bobbel. Ich habe also Material.
Und sie möchte ja die ganze Zeit ein ganz langes Kleid haben. Und ich bin nicht ganz so der Fan davon, weil sie tobt ja auch viel rum. Und ich habe gesagt, das Einzige oder die einzige Möglichkeit, die ich sehe, dass ich hier wirklich ein relativ langes Kleid mache, ist, wenn ich es möglichst weit mache. Einfach damit sie wirklich die Freiheit hat, da rumzutoben. Ich meine, die ist fast 4, ne? Die sitzt da nicht brav damit. Also das ist jetzt nicht, ja. Ihr werdet das kennen. Ich glaube, ihr versteht, was ich sagen will, die meisten von euch zumindest. Ja, jedenfalls habe ich vor, das ganz lange zu machen, aber eben auch ganz weit. Weswegen ich dann, also hier habe ich schon mal die Maschen verdoppelt. Und jetzt bald kommt der erste Knoten, also das heißt der erste Farbwechsel. Und da werde ich nochmal, ich muss gucken, ob ich dann nochmal richtig verdopple jedes Mal oder ob ich dann nur A-linienförmig ein bisschen zunehme, aber nicht mehr ganz verdoppeln, weil irgendwann wird es dann auch sehr, sehr weit. Ja, mal sehen. Das muss ich mir noch überlegen. Das ist so ein bisschen on the go. Aber ich hoffe, ihr könnt euch vorstellen, was ich hier vorhabe. Und ich glaube, das wird einfach unfassbar süß mit dem Regenbogen. Und somit hat sie dann tatsächlich einen gestrickten Regenbogen bekommen. Ja. Also ich finde das wirklich sehr, sehr, sehr niedlich. Und da geht es auch weiter. Allerdings wird das, glaube ich, ein bisschen dauern. Das war nämlich da, wo ich dann irgendwann keine Lust hatte, mehr weiter zu stricken. Der Bobbel ist dreifädig und ich bin musste auf 2,5 Nadeln runtergehen, damit das schön aussieht. Das Maschenbild und ja, ne? So muss ich, glaube ich, nicht mehr dazu sagen. 1000 Meter in 2,5. Also mal gucken, ich weiß ja auch nicht, ob ich komplett den ganzen Bobbel verstricke. Das werden wir jetzt natürlich sehen, wie weit ich da komme. So, und die nächste Anleitung ist mein Lechfall, weil damit hat ja quasi der ganze Regenbogenspaß begonnen. Hier, das habe ich ja quasi geschenkt bekommen von der lieben Nicola auf dem Leipziger Wollfest. Und das ist, ihr seht hier, ein mega süßes, auch kurzärmeliges Oberteil mit dieser super maximalen Freiheit. Das heißt, ihr braucht nicht mal eine Maschenprobe oder so, sondern ihr fangt einfach an. Und ihr müsst immer, ich weiß gar nicht, was, ein Brustumfang oder irgendwas müsst ihr halt ausmessen. Und dann nimmt sie euch da echt schön mit durch die ganze Anleitung. Ja, sie nimmt euch da eben, wie gesagt, ganz schön mit durch die ganze Anleitung. Und also hier hinten quasi im Nacken, da habe ich angefangen. Und ich war, ich glaube, beim letzten Mal gerade mal hier bei dem bunten Strich. Ne? So. Und jetzt habe ich quasi hier die Ärmel abgetrennt, geht es quasi, also hier nach unten geht es jetzt einfach glatt in die Runde. Und hier habe ich schon den ersten Ärmel dran gestrickt, einfach damit ich das quasi schon mal habe. Und weil mich beim letzten Mal schon ein paar gefragt haben, wie ich das denn, denn mache, dass mir da hier quasi nichts flutsch geht oder so, habe ich mir gedacht, ich zeige euch das mal ganz kurz. Und zwar. Zum einen, hier in dem Fall ist die Nadel quasi noch drin und ich habe einmal Nadelstopper dran gemacht. Und das Knäuel, mit dem ich stricke, das ist das hier, hängt auch noch dran. Das lasse ich einfach liegen, das ignoriere ich quasi. Und ja, es verwurschtelt sich hier so ein bisschen oder sowas. Das ist nicht schlimm. Das kann man danach alles wieder aufkriegen. Das ist wirklich nicht der Rede wert. Genau. Und meine Ärmelmaschen zum Beispiel lege ich meistens auf sowas Stück. Das sind diese super simplen Scooby-Doo-Bänder. Und ja, tatsächlich habe ich diese ganz, ganz günstigen. Ich weiß, es gibt die auch quasi in viel, viel besser, aber auch viel, viel teurer. Und ich habe einfach mir so ein 100er-Pack gekauft für, ich glaube, 4, 5 Euro oder sowas.
Und wenn die zum Beispiel, weil ich hier immer die Knoten reinmache und ne, wenn ihr das hier sehen könnt, ja, das wird dann irgendwann, es ist irgendwann nicht mehr schön oder so. Ich schneide einfach ein bisschen ab und wenn es gar nicht mehr geht, kommt das Seil halt weg und ich habe noch 99 Stück quasi. Von dem her, dadurch, dass ich sowieso immer mehrere brauche, weil ich ja auch mehrere Oberteile habe und so weiter, ja, nutze ich einfach wirklich die ganz günstigen und komme eigentlich mega gut damit zurecht. Ich habe bis jetzt keine größeren Probleme damit. Und ja, also wie gesagt, meistens habe ich die Ärmelmaschen darauf stillgelegt und wenn ich dann eben Ärmel stricken will, Seil zur Seite, dann ziehe ich mir die Nadel ein. Also wenn ich, jetzt habe ich quasi die Nadel in derselben Nadelstärke nochmal gehabt. Wenn ich das nicht habe, dann kann man auch die Ärmelmaschen, die Maschen von hier vom Körper quasi auf so ein Band stilllegen. Und dann könnt ihr die Nadeln hier verwenden für den Ärmel. Ist auch kein Problem übrigens. Also. Und dann habe ich ja quasi einmal den Ärmel. Nehme mir ein neues Knäuel in dem Fall. Also ich habe hier ein neues Knäuel. Oder ihr könnt, na, in dem Fall zum Beispiel, könnt ihr auch, wenn das dranhängt, könnt ihr zum Beispiel dann von innen raus den Faden nehmen und dann rausstrecken. Aber ich habe ja noch eins, also nehme ich mir das und fange ganz einfach an zu stricken. Und ich kann euch noch einen kleinen Trick zeigen. Wenn ihr Nadeln habt, wie hier zum Beispiel, die gehen nicht ganz rum. Also ich schaffe nicht komplett die Runde. Ne, ihr seht so, das wäre etwas knapp. Also würde ich nicht ganz kriegen, dass ich jetzt so in der Runde stricke. Ich will aber auch nicht einen kompletten Magic Loop machen. Ich könnte nämlich den hier machen. Er zieht quasi an dem Ende so weit. Und macht quasi einen halben Magic Loop. Funktioniert auch ganz gut. Und strickt hier einfach, ne, also wie gesagt, das Ende ziehe ich lang und hier stricke ich einfach und kann dann mir das ganz einfach immer hier so rüberschieben und schiebe quasi hier immer ein Stückchen weiter, kann immer stricken. Es gibt so Momente, dann ist es ein bisschen schwieriger. Dann verschiebt man ein bisschen mit den Nadeln, aber das funktioniert eigentlich ganz gut und ich komme quasi hier wieder raus. Also ich habe auch immer den Anfang markiert von der Runde. Und ja, ist eigentlich super simpel in der Runde dann zu stricken, ohne dass ihr hier groß eben den richtigen Magic Loop mit beiden Seilenden draußen braucht oder so. Funktioniert ganz gut. Und ihr seht, na, jetzt komme ich zu meinem Punkt, wo es schwieriger wird, rutsche ich einfach ein bisschen nach mit den Nadeln und das funktioniert eigentlich wirklich recht gut. Das ist, ja. So, seht ihr? Und so komme ich eigentlich ganz so gut rum, um die Runde und habe, ja, kann so dann eben in dem Fall den Ärmel stricken. Das wird auch ein kurzer Ärmel. Und ja, habe ich ja schon abgekettet und wenn das eben fertig ist, ja, wenn das dann fertig ist, dann geht es einfach nur unten glatt rechts noch die Körper lang. Ja, die Wolle ist die von Lana Grossa, die Vegano. Ne, Cotone, Vegano, in dem Fall Risotto, weil die eben so gefärbt ist. Und ja, ich liebe sie halt. Habe ich ja im letzten Video auch schon gesagt. Ich habe den Breathing Space daraus gestrickt und auch bei großen Temperaturen erprobt. Sehr, sehr gut tragbar. Und das Kleid von meiner kleinen Maus, das letzte, was ich euch im letzten Video gezeigt habe, auch wunderbar damit.
kein Thema für Sommerprojekte. Deswegen wollte ich wirklich ein Sommershirt. Das hat ja einen Baumwollanteil von, ich glaube, 76 oder so Prozent. Und der Rest ist eine Mischung von Polyamid und Polyacryl. Und ja, ich liebe es. Es ist weicher als jetzt reine, also 100% Baumwolle. Es ist ein bisschen, ne, durch das Poly ein bisschen weicher, ein bisschen angenehmer. Aber es hat halt, wie gesagt, diesen sehr hohen Baumwollanteil und dadurch unfassbar angenehm zu tragen und gerade für den Sommer. Und ich liebe es. Und Leute, habe ich beim letzten Mal auch schon im letzten Video erwähnt, wird nicht mehr hergestellt. Also ihr müsst gucken, wo ihr die noch kriegt. Reste abkaufen. Ich lieb's und ich werde, denke ich, mir sicherlich für mich noch ein bisschen eindecken. Für vielleicht noch ein Sommerprojekt oder so. Mal gucken. Aber jetzt habe ich ja erstmal quasi das auf den Nadeln. Da will ich jetzt wirklich ein bisschen weiter vorankommen. Ja. Also das, ja, das war das Gestrickte. Wir kommen gleich zum Shop-Update, aber ich möchte noch ein bisschen eine Kleinigkeit erzählen von DHL. Ja, wir hatten riesen Spaß. Also inzwischen kann ich darüber, naja, lachen glaube ich noch nicht ganz, aber schmunzeln zumindest. Folgendes, was ist passiert? Ich habe eine Bestellung bekommen am Freitagabend für eben die Wolle, habe die auch gepackt, ging am Samstagmorgen in die Packstation. Und weil wir am Samstag auch noch bei IKEA waren, ich bin halt hingefahren, mein Mann hat mir gesagt, komm, ich steige nur schnell aus dem Auto, bring's in die Packstation. So, hat ihm also die E-Mail weitergeleitet und naja, da die Versandmarke direkt an der Packstation ausgedruckt, eingelegt, wunderbar. Hab auch gegen Samstagmittag schon die Nachricht bekommen, dass das Paket abgeholt wurde, also so gut passt. So, bekommen dann Samstagabend nochmal eine neue Bestellung rein. Wunderbar, pack die fertig, habe das am Sonntag fertig gemacht. War aber am Sonntag tatsächlich nicht bei der Packstation, weil in der App von DHL stand, Achtung, Sonntag irgendwie Wartungsmaßnahmen bei den Packstationen, die meisten sind nicht verfügbar. Okay, brauchst du gar nicht hingehen. So. Meine mein Mann, du, kein Problem. Ich nehme das Paket Montagmorgen gleich mit, wenn ich die Kleine in die Kita bringe. Das ist nämlich bei uns quasi fast auf dem Weg zwischen Kita und unserer Wohnung liegt halt eine Packstation. Also wirklich nicht weit. So, wunderbar. Danke dir. So, und ich schreibe ja inzwischen schon mit Kugelschreiber den Namen drauf. Auf die Pakete, weil ich ja dieselben Kartons habe und damit ich auch nicht durcheinander komme und so weiter, wenn mehrere Bestellungen da sind. Ja, so, was macht mein Mann? Geht zur Packstation und irgendwie hatte er noch im Kopf den Namen von Samstag. Hat aber nicht auf den Namen geguckt, den ich aufs Paket geschrieben habe. Und aus ja, noch unerklärlichen Gründen, also wir wissen tatsächlich nicht, warum und wie das möglich war, weil DHL hat auch gesagt, das sollte eigentlich nicht möglich sein, hat es tatsächlich geschafft, die Versandmarke nochmal auszudrucken für das Paket, das ja Samstag quasi schon losgeschickt wurde und hat das Paket nochmal eingelegt. Also hatten wir jetzt quasi zwei Pakete auf denselben Namen mit derselben Paketnummer. So. Und ich glaube, es wäre gar nicht aufgefallen, wenn er nicht irgendwas, ich weiß nicht, irgendwas hat er beim Frühstück danach erwähnt. Ah ja, und hier, die freut sich ja dann auf ihre Wolle. Und ich war so, bitte was? Nein, anderer Name. Ich so, für wen hast du das Paket jetzt eingelegt? Und dann ging das Drama los. Ach du Scheiße. War ich so scheiße. Es sind quasi zwei Pakete im Umlauf mit demselben Namen, mit derselben Paketnummer. So, bei DHL angerufen, den versucht, das Problem zu erklären. Hat auch ein Weilchen gedauert, weil die erstmal auch nicht verstanden haben, was passiert ist und so weiter. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich musste dann, die haben gesagt, die einzige Möglichkeit, die ich habe, um quasi beide Pakete wiederzubekommen, weil ich gesagt habe, naja,
eigentlich will ich ja nur das eine, aber ging nicht, ich muss dann beide wiederbekommen, ist, dass ich die komplette Sendung quasi storniere. Nicht so, na super. Gut, gesagt, getan, haben wir gesagt, ja, dann machen wir es halt so und so weiter. Ich die beiden Betroffenen natürlich gleich am Montagmorgen gleich angeschrieben und gesagt, sorry, Versand wird sich ein bisschen verzögern, weil ich muss jetzt quasi erstmal warten, dass ich die Pakete wieder bekomme, um sie dann wieder abschicken zu können. So. Ja, jetzt hatte ich natürlich Glück, weil ich habe dann festgestellt, ah ja, das eine, was quasi Samstag losging, das kann ich quasi nochmal gleich losschicken, weil da hatte ich die Wollen noch da. Da hatte ich tatsächlich noch Färbungen da, haben wir gedacht, oh super, dann quasi packe ich das Paket nochmal. Habe auch als kleines Goodie noch ein Mini mit dazu gelegt, als Entschuldigung für das Chaos und so weiter. Jedenfalls habe ich mir gedacht, super, kann ich Montag gleich losschicken und bekommt die Dame das zumindest noch einigermaßen rechtzeitig, ne? Gut, gesagt, getan, ich wieder zur Packstation. Ja. Also ihr seht, mein Vormittag war schon damit gefüllt. Ich wieder zur Packstation und dann hatte ich gerade Glück, dass gerade DHL da war, die Packstation auszuleeren. So, dann habe ich ewig mit dem DHL-Fahrer diskutiert, ob ich denn bitteschön mein Paket bekomme, das ja falsch adressiert wurde und falsch eingelegt wurde. Und ne? Ja, so, ihr versteht, ob ich das denn wieder bekomme. Ja, der war erstmal ewig verwirrt, der hat dann mit seinem Chef telefoniert, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das Paket wiederbekommen, war mega glücklich, weil ich mir dachte, oh wunderbar, dann kann ich das nämlich gleich losschicken und das ist einigermaßen rechtzeitig da. Gut, also gesagt, getan, das Paket, was Montag im falschen Namen hatte, ging dann auch Montag gleich nochmal raus. Wunderbar. Jetzt musste ich quasi aber noch auf das, ne, das andere Paket ging quasi auch nochmal raus. Da hatte ich ja die Wollen nochmal. Wunderbar, ich war erstmal zufrieden, habe mir gedacht, gut, die sind unterwegs. Ne? Ihr habt ja die Wollen bestellt, ihr wartet darauf. Das ist unterwegs. Gut. Und dann, dienstags, lese ich ja das Paket, was sie eigentlich storniert haben, wo es hieß, das bekomme ich ja dann wieder. Was ja auch gut war, weil sonst hätte die Dame ja quasi zweimal dieselbe Bestellung bekommen. Ist aber schon irgendwo beim Empfänger, also in der Gegend. Wunderbar, nochmal mit DHL telefoniert, kommt das jetzt? Ja, sollte am Mittwoch bei mir wieder ankommen. Ich so, gut. Mittwoch klingelt, DHL, ich gehe runter. Meint er so, ja, das Paket. Ich so, ja, wunderbar, hatte schon irgendwie 10.000 Aufkleber drauf. Und so weiter, das Paket. Ich glaube, wir haben DHL durcheinander gebracht damit. Jedenfalls meinte der DHL-Fahrer dann nur, ja, ich krieg dann 20 Euro. Ich so, bitte was? Ja, ich krieg jetzt 20 Euro dafür. Ich so, wie jetzt? Das ist mein Paket. Wieso soll ich jetzt 20 Euro dafür zahlen? Ich bin aus allen Wolken gefallen. Ja, sonst kann er das Paket nicht rausrücken. Da steht hier 20 Euro. Ich so, hä? Woher, wie, ich war dann ehrlich gesagt stocksauer und ich weiß, der DHL-Fahrer kann nichts sagen, nein, alles gut, er hat auch nicht, der ist eh ganz lieb, der kennt uns schon und alles gut. Ich habe dann gesagt, okay, dann zahle ich, aber ich hatte auch kein Bargeld, weil es geht ja auch dann nur mit Bargeld, ich hatte tatsächlich kein Bargeld da, wir wohnen auch auf der 10. Etage, also, ne? Ich war unten, naja, egal, hat er dann gemeint, okay, wir machen es jetzt so, er stellt es nochmal zurück, wird am Donnerstag quasi nochmal geschickt und dann kann ich das Geld ja haben, beziehungsweise gucken, dass ich es mit DHL kläre, was da jetzt das Problem ist, wo die 20 Euro jetzt auf einmal her auftauchen an Gebühren, weil... So. Gut, gesagt, getan. Mittwoch mehrere Stunden dann mit DHL telefoniert, um rauszufinden, ja, das ist wohl ganz normal, wenn man eine Sendung storniert, dann muss man dann eben, wie gesagt, 20 Euro bezahlen. Man kriegt die wieder. Es gibt irgendein Formular, das übrigens auch sehr, sehr schwer zu finden ist auf der DHL-Seite. Und da kann man das dann quasi wieder beantragen. Jetzt renne ich quasi meine 20 Euro hinterher.
gucken, ob die auch kommen. Ja, und das ist so wohl übliches Prozedere bei DHL, das wusste ich nicht. Und ich habe auch gesagt, ich so, Leute, ich glaube, ich habe, allein bis der Fahrer unten bei mir stand, ne, um mir das Paket wiederzugeben, ich glaube, locker 5-mal mit DHL telefoniert. Das heißt, keiner auf die Idee gekommen, mir das vorher zu sagen. Ich weiß nicht, ich finde, man hätte doch wenigstens in dem Moment, wo ich das Paket storniere und oder stornieren muss in dem Fall, damit ich die Pakete wiederbekomme, ne, hätte DHL ja auch sagen können, Achtung, es fallen 20 Euro Gebühren dafür an. Sie müssen die bezahlen, wenn Sie das Paket vom Fahrer bekommen. Das nehmen wir zur Sicherheit, wie auch immer. Aber hier auf unserer Webseite, da und da, finden Sie ein Formular. Das können Sie einreichen, da kriegen Sie das Geld wieder. Wunderbar. A, hätte ich was gewusst, hätte Bargeld mitgehabt. Und B, wäre nicht aus allen Wolken gefallen. Also, ich habe auch gesagt, Leute, ist das so schwer? Und ich war da nicht. Ich habe mit mehreren Leuten im Beschwerdemanagement quasi telefoniert. Und ich habe denen auch weil ich weiß, da war irgendwann eine ganz, ganz liebe Dame da und die hat auch gesagt, ja, die haben so viele Beschwerden. Deswegen habe ich gesagt, ja, Leute, wenn ihr die Leute nicht informiert, ja, DHL geht davon aus, man liest die AGBs, ja. Wer liest sich die AGBs durch heutzutage noch? Seien wir mal ehrlich. Ja. Also, aber beide Empfängerinnen haben inzwischen ihre richtigen Pakete bekommen. Ich habe meinem Mann noch 3-mal erklärt, bitte liest die Namen vernünftig. Und der Herr L. auch gesagt, Leute, schaut mal, dass das bitte nicht passiert, dass meine Versandmarke, wo quasi das Paket schon losgeschickt wurde, dass man das überhaupt nochmal quasi losschicken kann. Also, sollte ja auch nicht mehr funktionieren. Ja. Also, das war unser Stress mit DHL. Wie gesagt, tut mir leid für diejenigen, wo es ein bisschen gedauert hat. Aber ja, ich habe auch nur gedacht, das ist nicht euer Ernst. Also, gerade mit diesen 20 Euro Gebühren, das... ja, fand ich echt sehr, sehr ärgerlich. Andererseits muss ich sagen, finde ich, DHL ist immer noch mit am günstigsten zum Verschicken und mit am angenehmsten. Also bei anderen Versandunternehmen haben wir noch viel, viel schlechtere Erfahrungen. Also, ja. Naja, immerhin weiß ich es jetzt. Mein Mann weiß auch, dass er bitte sich die Namen durchliest. Und ja, wir hoffen jetzt aufs Beste, dass das nicht nochmal vorkommt. Aber nun will ich euch nicht mit meinen DHL-Geschichten langweilen, beziehungsweise vielleicht hat jemand von euch auch lustige DHL-Geschichten. Gerne unten drunter, das würde mich echt mal interessieren. Ja, aber ein kleines Shop-Update. Genau, ich habe nämlich die Woche noch gefärbt, weil ich auch ein bisschen nachgefärbt habe. Habe ein paar neue Farben bestellt, beziehungsweise ein paar Farben nachbestellt, die mir ausgegangen sind. Und im Übrigen genau das, ich hatte nämlich eine Nachricht bekommen, ich habe jetzt jemanden die Vanilleeis mit Soße zum Beispiel jetzt nochmal nachgefärbt, die ist ja ausverkauft. Also die meisten Färbungen kann ich gut nachfärben, das heißt, wenn irgendwas ausverkauft ist, schreibt mir einfach, sagt, geht das nochmal, kann ich wie gesagt gerne versuchen. Ich meine, nochmal ist es Handfärben, ich sage immer dazu, es wird nicht mehr ganz genauso, aber... Na, ihr kennt ja das Prozedere. Also, wie gesagt, wenn ihr irgendwas haben wollt, schreibt mir. Und dann gucken wir gerne mal nach. Also, ich habe erstmal gefärbt etwas Bäriges. Oh, ja, da ist das tatsächlich ein bisschen schlecht. So, das klingt ein bisschen besser. So, und zwar nennt sich das jetzt Bärencocktail. Ja, so, also sind schöne Bärenfarben, verschiedene lila Töne, für wer sowas gerne hat. Dann habe ich einfach, ja, und ja, der knallt tatsächlich, das ist so ein bisschen ein,
ja, so ein Mintton. Der ist aber sehr schön knallig geworden. So. Und ein bisschen Speckles in, ja, so ein, eigentlich ist es lila, aber sieht ein bisschen bläulich aus. Und noch ein anderes Lila, hier so ein dunkles, richtig. Aber es ist lila, das ist jetzt schwer zu erkennen. Ich hoffe, ich kriege es in den Fotos nachher noch ein bisschen besser hin. Weil das werde ich im Anschluss, also während das Video jetzt hier hochlädt, dass ihr es dann anschauen könnt, mache ich noch die Fotos und stelle das eben alles online, sodass das auch alles schon im Online-Shop ist, wenn ihr das Video seht. Und wie gesagt, ein bisschen Minze mit ein bisschen Lila auch. Ja, fand ich auch sehr, sehr schön. Dann habe ich noch ein bisschen, wie bei den Streuseln, allerdings wollte ich da nochmal heller gehen, also sind das so ein bisschen Pastellstreusel. Und zwar sieht das Ganze jetzt so aus. Und ich finde, das ist auch einfach wirklich, wirklich wunderschön geworden. Ja, das sind so viele verschiedene Farben drin und draus geworden. Einfach mega schön, also... Das fand ich so cool, dass, wie es beim Trocknen hing, weil man halt wirklich so jede Stelle so andere coole Farben und ja, einfach mega, mega. Also ein sehr schönes, helles, so ja, Streusel, keine Ahnung, muss noch gucken, wie ich das jetzt nenne. Und ja, das ist alles, was quasi jetzt auf der Sockenwollbasis ist. Das waren jetzt auch erstmal die letzten, weil bei meinem Wolllieferanten, die haben aktuell Wasserschaden. Das heißt, da kann ich gerade nicht bestellen. Die wissen auch nicht, wann es da weitergeht. Ich muss gucken, wie ich das mache, weil eigentlich war ich mega zufrieden mit denen, wann ich bei denen nachbestellen kann. Das waren jetzt noch die letzten Reste. Aber ich hatte noch ein Mohair. Da habe ich Mohair gefärbt und das ist auch, oh, das ist so schön geworden. Also ja, das seht ihr hier eigentlich wirklich, das knallt wirklich so, das ist richtig schön, so Neonfarben in, ja, so Gelb und Grün und Orange. Und ja, da übrigens nicht erschrecken bei dem Preis, wenn ihr das online seht. Also ich habe tatsächlich jetzt aktuell zwei Stränge davon, das sind jetzt auch einfach, weil ich das einfach mal ausprobieren wollte. Und wie gesagt, ich stelle die euch online. Nicht erschrecken bei dem Preis. Es sind halt 100 Gramm Stränge. Und hat eine Lauflänge von 900 Meter. Also ist der Preis, wenn ihr es runterrechnet, dann doch ganz okay. Weil meistens, wenn ihr zum Beispiel Mohair im Laden kauft, kauft ihr 25 Gramm Knoll. Also das wären quasi wie 4 Knoll. Von dem her nicht erschrecken. Guckt da ein bisschen auf die Grammzahl bzw. auf die Lauflänge. Also wie gesagt, 900 Meter hat ein Strang. Von dem her, ja. Guckt da einfach mal drauf und vielleicht will das jemand als Beilauffaden. Ich denke mal, ich könnte mir das vorstellen mit einem Grau oder so zum Beispiel, als einem unifarbenen Grau oder auch ein Grün oder sowas. Ich glaube, das bringt richtig schön Pep. Das ist richtig schön. Ja. Und dann hatte ich noch ein Single Merino. Und da habe ich noch drei Stränge. Also das ist 100% Merino ohne eben Poly. Und die ist auch so weich. Das ist auch so eine schöne, schöne weiche Wolle geworden. Und das habe ich jetzt so ein bisschen auf, ja, so rosa. Wirklich Rosenfarben. Das ist auch sehr, sehr schön. Und da habe ich drei Stränge. Das heißt, da kann man sich ein Urteil daraus machen. Achtung, wie gesagt, im Shop müsst ihr gucken. Das wird dann auch separat. Ne? Ist eine separate Wollkategorie dann natürlich. Und ja, könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Das ist, was ich an Shop-Updates habe. Müssen wir mal gucken, was dann... ja, wann ich die nächste Rohwolle bekomme, beziehungsweise wie ich es dann mache. Und ich habe jetzt schon ein paar andere Großhändler quasi angefragt, aber ich muss sagen, die meisten finde ich von den Preisen her relativ happig. Also
Da bin ich ehrlich gesagt mit meinen schon sehr zufrieden und ich hoffe, dass das bei denen bald wieder geht. Genau. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ah, bevor ich es vergesse, falls irgendjemand von euch am Samstag in Apolda ist, da ist ja quasi auch so ein kleines Wollfest, da werde ich definitiv dabei sein und nehme euch vielleicht auch ein bisschen mit, mal gucken, inwiefern ich filmen kann und ja, vielleicht sieht man da den einen oder anderen, also wer auch da ist, sprecht mich gerne an, ich freue mich und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!